Hallo, ich bin Nina und ich begrüße euch am Tag des europäischen handwerklich hergestellten Speiseeises hier bei uns im Eiswerk im Eislabor. Das Eislabor ist unsere Eisküche, wo wir das Eis herstellen und auch wir produzieren unser Eis handwerklich. Deshalb würden wir euch gerne heute mal zeigen, wie wir das machen. Um unser leckeres Eis herzustellen, schütten wir die Milch und die Sahne in den Pasteurisierer. Danach kommen die abgewogenen trockenen Zutaten, also so wie zum Beispiel Zucker und Kakaopulver hinzu. Das Ganze wird im Pasteurisierer gemixt, automatisch, und dann wird es aufgewärmt auf 85 Grad, also pasteurisiert. Danach automatisch wieder auf 2-3 Grad plus runtergekühlt und dann haben wir den fertigen Eismix, also sowas ähnliches wie ein Milchshake. Wenn der Eismix dann fertig abgekühlt ist im Pasteurisierer, kommt das Ganze in die Eismaschine und dann dauert es so ungefähr 6-7 Minuten, dann sind 15 Liter Eis fertig. Die werden dann ausgarniert auf dem Tisch und kommen relativ schnell in unser Tiefkühlhaus, wo sie im Sommer hoffentlich nicht älter werden als einen Tag. Am 1. Juli 2008 habe ich meine erste Filiale eröffnet, also seitdem produziere ich Speiseeis. Habe es bisher auch noch überhaupt nicht bereut, jetzt sind es fast 10 Jahre. Wir haben insgesamt 3 Filialen, eine in Hema und 2 in Dortmund. Wir produzieren das Eis hier zentral für alle 3 Filialen. Neben dem Filialgeschäft liefern wir auch Gastronomen, also Hotels, Restaurants, das eigentlich schon seit Anfang an und seit ein paar Jahren beliefern wir jetzt auch den Einzelhandel, ein paar Edeka-Märkte oder so Hofläden mit abgepacktem Eis. Wir produzieren ausschließlich aus natürlichen Zutaten unser Eis, das heißt in unser Eis kommt echte Milch, in unser Eis kommt auch wirklich Sahne rein, kein Pflanzenfett oder sowas, keine Geschmacksverstärker sind da drin, keine Stabilisatoren, das macht also wirklich alles die Zutat an sich und die Eismaschine. Und wir produzieren auch sortenrein unser Eis, das heißt wir haben für jede Eissorte wirklich ein eigenes Rezept und können dadurch auch viel besser die Konsistenz steuern, die Süße steuern und das macht schon einen großen Unterschied. Das Schöne ist einfach, wenn die Kunden vor der Vitrine stehen, gerade die Kinder, und man merkt, dass man einfach jedem Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. So, ihr habt jetzt heute gesehen, wie man handwerklich Speiseeis herstellt. Jetzt würde ich sagen, ab in die nächste Eisdiele um die Ecke oder wer in der Nähe vom Eiswerk ist, natürlich gerne zu uns.